Christian, auch Mittagspause? Sag mal, hast du Olli heute schon gesehen? Ich glaube, ihm geht's immer beschissener. Er steigert sich total in diese Schuldkiste rein. Er kann nicht mehr schlafen und lässt keinen an sich ran. Philipp, hey! Ich verstehe das nicht. Es ist doch klar, dass ihn überhaupt keine Schuld trifft. Naja, Olli geht es schon die ganze Zeit nicht gut. Und da braucht es dann nur noch einen konkreten Anlass. Ja, ich weiß, ich bin der Arsch, der ihn mit Jessica betrogen hat. Das meine ich doch gar nicht, Christian. Ich weiß doch, was alles passiert ist. Aber natürlich eure Trennung. Lilly ist zu ihrem leiblichen Vater zurück. Und jetzt diese Katastrophe. Olli ist sensibel, das hat ihm alles einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Geh doch noch mal zu ihm. Das letzte Mal, als ich auf dich gehört habe, da hat er mich total angeranzt. Er will mich nicht sehen, das hat er mir gesagt und das akzeptiere ich. Natürlich fällt es ihm schwer, sich ausgerechnet dir zu öffnen. Und trotzdem, glaube ich, bist du der einzige Mensch, der ihn jetzt auffangen kann. Vielleicht bin ich aber auch genau der Falsche. Bestimmt nicht. Du liebst ihn doch, oder? Dionysos macht immer einen Aufstand, wenn er in die Startbox soll. Der Gast braucht keine neue Diät, der braucht endlich mal Manieren. Super. Ich find's auch voll spannend, mich mit dir zu unterhalten. Tut mir leid, ich... Alles klar bei dir? Also was Ernstes. Was willst du hier? Ach du Scheiße. Pass auf. Bevor du hier in Depressionen versinkst, könnten wir lieber nachher ins Kino gehen. Kino? Klar. Du siehst aus, als ob du ein bisschen Abwechslung gebrauchen könntest. Theresa, ich weiß nicht, ich wollte mich vielleicht später noch mit einem alten Kumpel treffen. Hast du schon mal gehört, wie es klingt, wenn ein Körper gegen Auto prallt? Olli, hör auf. Dumpf. Klingt eher dumpf. Dann fliegt der Körper durch die Luft. Es reicht. Weißt du was? Lass uns ins Kino. Echt? Na klar. Was läuft denn? Ach, keine Ahnung. Aber das sehen wir dann. Ja, dann warte ich nach meiner Schicht auf dich und dann schaffen wir es noch pünktlich zum Kino. Alles klar. Bis dann. Bis später. Dana, pass auf. Ich will nicht, dass du einen Anruf bekommst, dass ich mich hier irgendwie amüsiere, während Olli... Ich habe ihm tausendmal gesagt, dass ich ihm helfen will, aber er will das nicht. Ich sag doch gar nichts. Du musst damit aufhören. Olli, es war nicht deine Schuld. Ich fühle mich trotzdem scheiße. Aber du hast doch gar nichts gemacht. Ich habe alles falsch gemacht. Hier, trink das erstmal. Ich wünschte, das Auto hätte mich erwischt. Zum Glück erwische ich dich noch. Was willst du denn hier? Ich habe keine Zeit.
Olli geht's total beschissen. Was geht dich das an? Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass du mir irgendwann... Kannst du mal für einen Moment aufhören, mich zu hassen und mir zuhören? Olli braucht deine Hilfe. Ausgerechnet, du willst mir sagen, was Olli braucht oder was er nicht braucht? Ich war gerade bei ihm und sitz. Sag mal, was hängst du dich da eigentlich rein? Jessica, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Du hast schon genug angerichtet. Pass mal auf, ich hab dich nicht dazu gezwungen, mit mir zu schlafen. Und jetzt hör mein Gefälligst zu. Olli war voll wie eine Strandhaubitze. Keine Ahnung, was der alles intus hatte, aber konnte kaum noch stehen. Im No Limits von den ganzen Gästen? Nein, zu Hause. No Limits ist erst gar nicht aufgetaucht. Miriam hat gesagt, der Laden war immer noch zu, als sie kam. Er hat nicht abgesagt. Okay, ich weiß, das kannst du dir jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber ich mache mir echt Sorgen um ihn. Die ganze Zeit von diesem Unfall geredet und dass ihn das Auto hätte treffen sollen. Christian, ich habe echt Angst um ihn. Ich bin ja nicht der hysterische Typ, aber glaubst du, er würde sich was antun? So, wollen wir? Was ist denn hier los? Ist jemand gestorben? Bist du im Auto da? Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Tut mir leid, aber das mit dem Kino müssen wir verschieben. Aber... Und? Nur die hier. Oh Gott, wie viel Promille hat man wohl, wenn man so ein Teil platt gemacht hat? Genug, um nicht sehr weit zu kommen. Los, komm, wir müssen ihn suchen. Ja, und wo? Kann auch überall sein. Ja, am besten wir teilen uns auf. Jeder übernimmt ein bestimmtes Gebiet. Sollten wir da nicht noch jemanden dazu holen? Ich meine, Düsseldorf ist doch groß. Ja, wir könnten Andi versuchen zu erreichen. Und Frau Schneider. Okay. Ich weiß, wo er ist. Verschwinde. Olli, das ist zu gefährlich hier. Ich kann alleine auf mich aufpassen. Olli, du musst aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Ich muss gar nichts. Das hier war nicht deine Schuld, es war ein Unfall. Und jetzt lass uns nach Hause und einfach ganz in Ruhe darüber reden, okay? Hör auf. Nein. Lass mich! Ich hab gesagt, du sollst mich loslassen! Ich werde dich nicht loslassen! Ich werde dich nie loslassen! Geht's wieder? Was machst du nur für Sachen? Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Tut mir leid, ich weiß auch nicht. In Zukunft jagst du mir nicht nochmal so einen Schrecken ein, okay? Was soll das?
Thank you.